Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer! Im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit steht natürlich völlig zu Recht die Corona-Krise und ihre Bewältigung. Wahr ist aber, dass es auch andere wichtige Themen gibt, und dazu gehört die Reform unseres Wahlrechts. Und wenn einige Teile dieses Hauses glauben, im Aufmerksamkeitsschatten der Corona-Krise dieses Thema einfach aussitzen zu können, dann können wir es ihnen nicht durchgehen lassen. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zur Erinnerung, unser Wahlrecht ist nach wie vor so konstruiert, dass es passieren kann, dass das Haus auf über 800 Mitglieder anwächst. Das wird uns nicht handlungsfähiger machen. Das wird dazu führen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Und was noch schlimmer ist, die Bürgerinnen und Bürger, die Bevölkerung wird es nicht akzeptieren, dass wir sehenden Auges dieses Problem hier nicht lösen. Wer das Problem des Wahlrechts nicht im Parlament löst, der sorgt dafür, dass das Parlament in der Bevölkerung an Ansehen verliert. Und unsere Aufgabe ist es, das zu verhindern. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig, meine Damen und Herren. Und einige ja im Haus, man hört das ja auf den Fluren und von Journalisten, die wollen uns ja jetzt einreden, es sei alles nicht mehr so schlimm, es gäbe ja jetzt eine andere politische Stimmungslage, vielleicht kommt das dicke Ende dann ja gar nicht. Ich möchte hier ganz klar sagen, dieses Argument ist an Kurzsichtigkeit nicht zu überbieten, denn das strukturelle Problem des Wahlrechts bleibt. Politische Stimmungen aber ändern sich schnell. Wer sehenden Auges jetzt die Ausfahrt zur Korrektur verpasst, die wir noch haben, der geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Und mit dem Ansehen des Deutschen Bundestags zockt man nicht. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig. Was die Opposition konstruktiv beitragen kann, das haben wir getan. So unterschiedliche Fraktionen wie die der Grünen, der Linken und der FDP haben ihre enormen politischen Differenzen beiseite gelegt und haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nach Ansicht unabhängiger Expertinnen und Experten verfassungsgemäß ist und das Problem löst. Dieser Gesetzentwurf ist damit das komplette Gegenteil jeder Beiträge, die die CSU in diesem Prozess eingeführt hat. Denn jeder Vorschlag der CSU war bislang entweder verfassungswidrig oder hat das Problem nicht gelöst. Und jetzt könnte man ja sagen, ah ja, da redet jetzt die Opposition, das kennen wir ja schon, aber wir sind ja offenkundig nicht alleine. Der Kollege Christian von Stetten, kein Mitglied meiner Fraktion, der Grünen oder der Linken, der Fraktion der CDU/CSU, sagt, vielleicht ist die Lösung der Opposition nicht die beste, aber es ist eine Lösung. Er wird seine Gründe haben, warum er das nicht über die Beiträge der CSU sagt. Der Kollege Johann Wadefuhl, ist ja kein profilneurotischer Scharfmacher, ist ein Mann der Mitte und des Ausgleichs, sagt, es müssen sich endlich alle bewegen, und zwar auch die CSU. Er wird seine Gründe haben, warum er das sagt. Der Kollege Matthias Mittelberg, ja auch nicht bekannt als profilneurotischer Wichtigtuer, sondern ein Fachmann mit Maß und Mitte, sagt in Richtung der CSU, wenn wir dem Spiegel glauben dürfen, dass sie sich endlich bewegen solle. Und recht hat der Kollege. Und deshalb möchte ich sagen, ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die jetzt versuchen, in ihrer Fraktion eine Lösung herbeizuführen. Weil es doch so ist, wir merken das doch auf den Fluren und in den Gesprächen. Die große Mehrheit in diesem Haus möchte die Lösung. Sie möchte das Ansehen dieses Hauses bewahren. Und deshalb sollten wir diese Mehrheit der Verantwortung endlich nutzen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie das Gesicht der CSU um Gottes Namen dabei schonen wollen, dann geben Sie die Abstimmung eben frei. Aber bitte, wir stehen unter Zeitdruck. Das Wahlrecht können wir nur in einem regulären Gesetzgebungsverfahren verändern. Im Juni fangen die Aufstellungen an.
Die Wahlleiter brauchen Rechtssicherheit. Wir brauchen jetzt entweder konkrete Änderungsanträge zu unserem Gesetzentwurf oder wir brauchen einen neuen Gesetzentwurf von Ihnen. Handeln Sie bitte. Zocken Sie nicht mit dem Ansehen dieses Parlaments. Wenn das Ergebnis wäre, dann war diese Aktuelle Stunde nicht nur nötig, sondern dann war sie mehr als ertragreich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Buschmann. Einen schönen guten Tag von mir Ihnen und vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Ansgar Heveling. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag kann im Wesentlichen zu zwei Dingen die Gelegenheit geben. Sie kann als bloßes Instrument, eine andere politische Kraft vorzuführen, eingesetzt werden. Dann ist außer Rauch und Pulverdampf und vielleicht der ein oder anderen Emotion nicht viel zu erwarten. Sie kann aber auch dazu genutzt werden, an der Sache deutlich zu machen, worum es geht. Und es liegt an den Fraktionen, welchen Weg Sie wählen. Eins kann eine Aktuelle Stunde aber sicher nicht: Entscheidungen herbeiführen. Dazu ist sie schlicht das falsche Instrument. Was allerdings stimmt, ist, dass wir jetzt im Sinne von bald zu einer Entscheidung kommen müssen, wenn es noch zu einer Wahlrechtsreform für die nächste Bundestagswahl kommen soll. Hier und heute kann man nur erneut aufzeigen, welche Alternativen es gibt, welche Weggabelungen gewählt werden können und welche Folgen mit welchen Entscheidungen verbunden sind, je nachdem, in welche Richtung man an der Weggabelung abbiegt. Richtig ist, dass Handlungsbedarf besteht, denn selbst die aktuellen Umfragen, auch wenn sie ganz bestimmt nicht ein Bundestagswahlergebnis 2021 abbilden, zeigen, dass der Bundestag voraussichtlich nicht von alleine kleiner wird. Solange bei einer Partei das Zweitstimmenergebnis mit der Zahl der gewonnenen Wahlkreise nicht Schritt hält, wird sich diese Situation nicht verändern. Wenn man aber die Notwendigkeit zum Handeln sieht, ergeben sich immer mehrere Möglichkeiten. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man den Bundestag bei einer bestimmten Größe einfach deckeln könnte, ohne am System ansonsten etwas zu verändern. Nur leider können wir eben alle nicht zaubern und jedwede reine Deckelungslösung birgt die Gefahr, ganz schnell zum Taschenspielertrick zu werden. Es ist offensichtlich, dass bei einer solchen Lösung ganz schnell zu viele Überhangmandate übrig bleiben und die Lösung in die Verfassungswidrigkeit kippt. Vermeintlich einfache Lösungen sind im Ergebnis meistens keine Lösung. Also folgt die nächste Weggabelung. Was, wenn man den Deckel mit einer Kappung verbindet? Damit würde das Grundprinzip unseres Wahlrechts, dass derjenige, der einen Wahlkreis direkt gewonnen hat, in jedem Fall im Bundestag sitzt, durchbrochen. Verfassungsrechtlich ist dies mit vielen Fragezeichen verbunden, aber es ist verfassungsrechtlich sicherlich nicht von vornherein ausgeschlossen, dass dieser Weg insbesondere als Notfalllösung verfassungsrechtlich zu rechtfertigen wäre. Allerdings, man müsste einen Preis zahlen. Es kann sein, dass etliche Wahlkreissieger von Sonntagabend montags erfahren, dass sie zwar den Wahlkreis gewonnen, aber nicht im Bundestag sitzen werden. Für Wähler und vermeintlich Gewählte wäre das sicherlich ein fragwürdiges Ergebnis. Schließlich gibt es Lösungen, die im System ansetzen und nicht versprechen, dass sie das Größenproblem des Bundestages ein für alle Mal lösen, aber dafür sorgen, dass der Bundestag nicht ungebremst weiterwachsen kann. Das ist ohne Frage mit dem Gesetzentwurf der Opposition möglich. Gleichzeitig ist es aber ein radikaler, zu radikaler Weg. 250 Wahlkreise und der Verzicht auf den ersten Verteilungsschritt. Praktisch geht es damit nicht nur zu Lasten einer einzigen Fraktion, der von CDU und CSU, sondern auch zu Lasten einer gerechten, an den abgegebenen Wählerstimmen orientierten Verteilung auf die Länder. Bleibt ein Vorschlag im System, den ich in der letzten Aktuellen Stunde zum Wahlrecht schon artikuliert habe. Die moderate Reduzierung der Wahlkreise auf 270, die Reform des ersten Zuteilungsschritts und die Hinnahme von ausgleichslosen Überhangmandaten, so wie sie das Bundesverfassungsgericht für zulässig ansieht. Wenn man angesichts dieser Möglichkeiten
die Wahl hat, welche Lösung man wählt, so liegt es doch auf der Hand, die Variante zu wählen, die verfassungsrechtliche Tragfähigkeit verspricht. Also eine, die mit den Stellschrauben im bestehenden System arbeitet. Und es liegt auf der Hand, eine Variante zu wählen, die von allen etwas abverlangt und die Lasten nicht einseitig verteilt. Für mich wäre die Antwort von daher klar. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Ansgar Heveling. Er war früher fertig, ja, stimmt. Aber das, die Zeit nehmen wir. So, vielen herzlichen Dank. Nächster Redner, Albrecht Glaser für die AfD-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Analyse von Herrn Buschmann ist nichts hinzuzufügen, die ist voll und ganz richtig. Die Suggestion allerdings, als wäre das Angebot der kleinen Koalition oder der Koalition der Kleinen eine Lösung, die ist völlig falsch. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder das fünfte Mal, dass wir das machen, aber die Lösung wird dadurch natürlich nicht besser. Ich will Ihnen das gleich beweisen, wie Sie die identischen Ergebnisse, die Sie nicht haben wollen, kriegen, wenn Sie Ihre Lösung oder Ihre Scheinlösung machen. Also, wir sind uns klar, das jetzige System produziert 800 oder mehr Abgeordnete und angeblich will das niemand. Man weiß es nicht so genau. Es könnte sein, dass es vielleicht doch welche gibt, die den Effekt mögen. Das liegt an systematischen Fehlern des Wahlrechts, meine Damen und Herren. Und ich will das exemplarisch machen, sonst ist es zu abstrakt. Als Exempel muss man natürlich die CSU nehmen, gar keine Frage. Sie ist eine Regionalpartei, hat 6,2% aller Stimmen zur Bundestagswahl als Zweitstimmen. Das sind 38% der Stimmen ihres Wahlgebiets. Daraus resultiert, stehen ihr 39 Sitze zu. Sie hat aber alle 46 Direktmandate in Bayern gewonnen. Ergo hat sie 7 Überhangmandate erzielt, meine Damen und Herren. Das sind 15% mehr Mandate, als ihr zustehen. So, und jetzt will der Teufel und der Prozess der SPD und der Grünen gegen das davorgehende Wahlrecht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, nein, ihr müsst Verhältnisausgleich machen. Also kriegen jetzt alle anderen Parteien 15% mehr Abgeordnete, als sie nach ihren Stimmenzahlen zustehen. So, das ist der Teufel dieses Systems. Und es bringt denen, die Überhangmandate erzielen, überhaupt keinen Vorteil. Es vergrößert nur den Bundestag. Und das sagen die Bertelsmann-Leute und das sagen die IFO-Leute und das sagt der Professor Mayer, den Sie sicher gut kennen, Herr Schneider, und den Sie wahrscheinlich in jüngeren Tagen auch noch mal gefragt haben, wie es denn gehen könnte. Zumindest habe ich das aus der öffentlichen Wahrnehmung, das, was Sie gesagt haben, so geschlossen. So, meine Damen und Herren, damit haben wir das Problem gezeigt. Und wir haben gezeigt, dass es systemisch ist. Die Systemfehler sind, meine Damen und Herren, ich sage es mal, das ist vielleicht doch überraschend, zum einen das relative Mehrheitssystem für einen Wahlkreis zu gewinnen. Sie würden keinen Oberbürgermeister wählen, keinen Landrat wählen, die Bundeskanzlerin schon gar nicht, mit einer relativen Mehrheit. Im letzteren Fall brauchen wir absolute, allen übrigen Fällen brauchen wir einfache Mehrheiten. Und hier machen wir relative Mehrheiten mit der Folge, dass Direktbewerber mit 20, 22, 23, 25, 27, und zwar viele, zum Zuge kommen, obwohl 2/3 der Wähler sie gar nicht gewählt haben oder vielleicht sie gar nicht mögen. Das ist keine demokratische Weihestunde, meine Damen und Herren. So, und das bedeutet, wir müssen das so machen, wie das kluge Leute sagen. Wir haben das im November 2018 bereits vorgetragen, ein langes Konzeptpapier. Wir haben das letztes Jahr hier im Oktober eingebracht. Es wurde uns gesagt, wir müssen das selber alles durchformulieren und müssen das Gesetz machen, sonst wären wir Schlüris. Nachdem wir also festgestellt haben, dass die meisten Wahlrechtsreformgesetze alle im Innenministerium gemacht worden ist, war das also ein Scheinangriff mit Verlaub auch der FDP. Also das können die schon im Ministerium noch besser als wir, noch besser als wir. Deshalb denke ich, ist das Konzeptpapier so klar, dass man das in Gesetzesform umsetzen könnte. So, und jetzt kommt die kleine Koalition oder die Koalition der Kleinen, die sagt, wir haben eine tolle Lösung. Wir kriegen das Problem des adipösen Bundestages, wie dieser kluge Professor Mayer immer so schön sagt, dahingehend in den Griff, dass wir von heute 598 auf 630 die Zahl der Abgeordneten erhöhen. Das müssen Sie erklären irgendwo in der Gnome School, wie Sie die Verkleinerung des Parlaments durch die Erhöhung der pflichtmäßigen Sitze erzeugen. Das kriegen Sie nicht hin. Und dann sagen Sie, Sie machen 250 Wahlkreise, damit es kompliziert ist, weil das ganze Bundesgebiet neu geschnitten werden muss. Der kluge Professor Mayer und auch wir, weniger klug, sagen, ohne Veränderung der Wahlkreise könnten wir das jetzt noch schaffen,
weil dieses Hindernis würde beseitigt sein. So, deshalb haben wir, wie Sie wissen, im November einen Antrag gestellt, lass die Frist zur Bewerbung, die jetzt schon läuft für 21, lass die verkürzen, also nach hinten schieben, dann haben wir bis Herbst Zeit und könnten bis Herbst das alles ausdiskutieren. So, ich komme schließlich noch hinzu, dass tatsächlich, Herr Kollege Schneider, das hat mich wirklich fasziniert, mal zwischendrin Sie mindestens diesen Kerngedanken. Wir haben ja noch einen zweiten Kerngedanken, nämlich dem Bürger das Recht zu geben, bei den Listen Einfluss zu nehmen, durch eine zweite oder dritte Stimme auf der Liste beim Sortieren zu helfen. Aber Sie hatten gesagt, das Thema, wir begrenzen die Direktmandate. Das ist der Königsweg, meine Damen und Herren. Und wenn irgendein Kollege von den Linken sagt, es sei verfassungswidrig, es würde jemand was weggenommen, was er schon hatte, nein, es wird niemandem was weggenommen, er kriegt es nur nicht. In Baden-Württemberg haben wir im Landtagswahlrecht keine Landesliste und haben trotzdem eine festgesetzte Zahl, weil genau das gemacht wird. Das heißt, es werden so eine Art Großwahlkreis. Herr Glaser, denken Sie bitte an die Ich komme zu Wort. Ja, herzlichen Dank, komme zu Wort. Eine Art Großwahlkreis und diejenigen, die am schlechtesten abschneiden in ihrem Wahlkreis, kommen nicht zum Zuge. Also, wenn wir das so machen, ist das hochdemokratisch. In keinem Land entstehen dann mehr Direktmandate, als Mandate nach Zweitstimmen dem Wahlvorschlag zustehen. Und damit ist alles gelötet. So könnten wir das wunderbar machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Albrecht Glaser. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Uli Grötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In seiner Antrittsrede am 22. Oktober 2013 hat der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert unter dem Beifall von allen Fraktionen hier im Bundestag angemahnt, dass wir dringend eine Wahlrechtsreform brauchen. Zahlreiche Sitzungen, zahlreiche Gespräche und Debatten folgten. Und heute, fast 7 Jahre später, kennen wir alle das Ende vom Lied. Keine Einigung. Der Bundestag ist, wie befürchtet, auf mehr als 700 Mitglieder angewachsen. Und auch in dieser Wahlperiode wieder ringen wir schon seit Januar 2018 nach einer Lösung, wie wir es schaffen können, den Bundestag in Zukunft auf seine im Grundgesetz festgeschriebene Regelgröße von 598 Abgeordneten oder zumindest eine einigermaßen angemessene Größe zu beschränken. Noch, und die Betonung liegt auf noch, habe ich Hoffnung, dass wir das mit dem Brückenmodell der SPD hinkriegen. Dafür müssten aber die ideologischen Scheuklappen hier in diesem Haus fallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn sich in diesem Hohen Haus nicht alle Fraktionen bewegen und Zugeständnisse machen, dann sehe ich dafür schwarz. Denn klar ist, an einer Reform des Wahlrechts müssen alle Parteien und Fraktionen mitarbeiten. In einer Situation, in der wir den Gürtel enger schnallen wollen und müssen, darf sich niemand einen schlanken Fuß machen. Denn mit unserer gescheiterten Wahlrechtsreform machen wir uns zur Lachnummer in den Medien und in der Bevölkerung. Wir verlieren immer mehr das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, das wir gerade jetzt in dieser Zeit doch dringend brauchen. Und wie erklären Sie den Menschen, dass dann nächstes Jahr vielleicht mehr als 800 Abgeordnete im Bundestag sitzen? Jeder hier im Haus weiß, mehr ist nicht immer besser für den Bundestag. Ich kann inzwischen gar nicht mehr sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie viele Vorschläge wir in den letzten Jahren schon diskutiert haben, wie viele Schritte wir aufeinander zugegangen sind. Wir haben Experten befragt, wir haben Modelle rechnen lassen. Und dennoch hat insbesondere eine Fraktion, ja, ich meine Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ist, glaube ich, nur einer da. Immerhin drei. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, trotz alledem haben Sie Ihre Blockadehaltung nicht aufgegeben. Trotz all dieser Versuche, Schritte und Berechnungen halten Sie Ihre Blockadehaltung nach wie vor aufrecht. Ich sage, wir müssen Egoismen überwinden, weil es um das Ansehen dieses Parlaments geht. Und es geht hier ja auch nicht um die Frage einzelner Sitze, die womöglich wegfallen, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes um das Große und Ganze, wenn wir über Wahlen
zum Deutschen Bundestag sprechen. Und das haben Sie anscheinend entweder nicht verstanden oder ganz ehrlich, ist es Ihnen egal. Vielmehr lehnen Sie alle vorgelegten Vorschläge bisher ab und pochen auf Ihren eigenen, der ausschließlich Ihre Partei begünstigt und alle anderen benachteiligt. Und jeder, der diese Debatte hier verfolgt, wird das nachvollziehen können, dass die Fraktionen des Bundestages keine Wahlrechtsreform machen, die eine einzige Partei bevorteilt und alle anderen benachteiligt. Das wäre ja entgegen jeden gesunden Menschenverstands. Mit Blick auf die Zeit, mit Blick auf das Datum, müssen wir jetzt dringend handeln. Und ich sage das nochmal, unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Vorschlag auch konsensfähig wäre, mit Ausnahme einer Partei. Ich fordere Sie deshalb auf, steigen Sie endlich von Ihrem hohen Ross herunter und lenken Sie um der großen Sache willen ein. Denn Sie wissen es genauso gut wie ich, dass unser Vorschlag des Brückenmodells der einzige ist, der zeitlich überhaupt noch umsetzbar wäre. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Der Ball liegt bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie nicht mitmachen, dann erklären Sie den Menschen ganz offen und ehrlich, warum. Weil Sie kein einziges Mandat einbüßen wollen. Gerade aktuell bringen die Menschen in Deutschland, und damit komme ich zum Schluss, Opfer. Alle Menschen in Deutschland bringen zurzeit in dieser Phase Opfer. Sie erwarten nun zu Recht, die Menschen in Deutschland erwarten nun zu Recht, auch von Ihnen Solidarität und Verantwortung in dieser Frage. Vielen Dank. Vielen Dank, Uli Krötsch. Nächster Redner kann sich schon, ist schon bereit. Ja, Foto. Wenn er legitimiert ist, dann kann er fotografieren. Ist so. Ja, würden Sie bitte Fotografien auf iPads unterlassen? Beginnt sich die Frage, ob iPads hier im Bundestag von den Kollegen benutzt werden, durchaus strittig. iPads, ich rede von den iPads, ich rede nicht von iPhones. Doch, ist strittig. Doch. Und wenn nicht, dann ab jetzt. So. Entschuldigung. So, nächster Redner. Friedrich Strettmanns für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Thema Wahlrecht zeigt die Union Mutlosigkeit und kleingeistigen Egoismus. Auch in dieser Aktuellen Stunde zur Wahlrechtsreform gibt es wieder mal keine nennenswerten Ergebnisse zu kommentieren, weil die Union weiterhin in einem politischen Dornröschenschlaf verharrt. Dieses Herumgeeiere ist grob fahrlässig. Gerade in Zeiten von florierenden Verschwörungserzählungen sind wir als Politikerinnen und Politiker aufgefordert, durch unser Handeln zu zeigen, dass wir aufrichtig sind und uns nicht nur der eigene Futtertrog interessiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Unionsparteien, wenn Sie nicht daran interessiert sind, für den nächsten Bundestag einen massiven Aufwuchs zu verhindern, dann bekennen Sie sich doch einfach dazu. Aber hören Sie doch bitte auf, zu versuchen, uns die Verantwortung zuzuschieben, indem Sie völlig abstruse Vorschläge unterbreiten, die ausschließlich Ihnen Vorteile bringen und alle anderen Parteien benachteiligen. Ihre Idee der 15 nicht auszugleichenden Überhangmandate, die nicht ausgeglichen werden sollen, benachteiligt alle Wählerinnen und Wähler, die nicht die Union wählen wollen. Deren Stimmen sind dann nämlich weniger wert. Wir müssen uns endlich mal ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, warum Vertrauen in die Politik verloren gegangen ist. Eine der meistgenannten Antworten auf die Frage ist, weil die Politikerinnen und Politiker nur an sich selbst denken. Ob das nun stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es sind vor allem Debatten wie diese hier, die dieses Bild verfestigen und verbreiten. Niemandem außerhalb dieses Hauses kann man vermitteln, wie es sein kann, dass wir nach einer über ein Jahr regelmäßig stattfindenden Wahlrechtskommission und zahllosen Aktuellen Stunden
interfraktionellen Runden und über die Presse kolportierten Vorschlägen kaum einen Schritt weitergekommen sind. Das haben allein Sie von der Union zu verantworten. Deshalb fordere ich Sie, liebe Unionsparteien, auf, kommen Sie endlich zu der Erkenntnis, die bei allen anderen demokratischen Fraktionen bereits angekommen ist. Es wird keinen kleineren Bundestag geben, wenn nicht alle Parteien gleichmäßig federn lassen. Ihr Taktieren nur um des eigenen Vorteils willen widert mich an. Für den von uns Linken, den Grünen und der FDP vorgelegten Vorschlag ist der Zug für die nächste Wahl, während realistisch ist, wohl bald abgefahren. Das haben Sie durch Ihre Verzögerungsstrategie clever hingekriegt. Denn die Neueinteilung der Wahlkreise ist zum jetzigen Zeitpunkt nur noch sehr schwer rechtzeitig hinzukriegen. Zu verantworten haben das allein Sie, meine Damen und Herren, von den Unionsfraktionen und von der Koalition. Denn als wir den Vorschlag vor nun 7 Monaten betont als Gesprächsangebot vorgelegt haben, wäre mehr als genug Zeit gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Das haben Sie gezielt unterlaufen und verstreichen lassen. Das ist der Bedeutung und Wichtigkeit des Themas Wahlrecht nicht angemessen. Auch Sie, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, kann ich nicht ganz von der Kritik ausnehmen. Sie haben sich als Fraktion einfach viel zu lange der Union untergeordnet. Das ist einer Partei, die in der Geschichte dieses Landes so viel für Demokratie und Parlamente gestritten und stets das Wahlrecht mitgeprägt hat, schlicht und ergreifend unwürdig. Umso mehr begrüße ich es aber, dass Sie dann doch noch einen Vorschlag vorgelegt haben. Für diesen Vorschlag sind wir als Linke durchaus offen, wenn geregelt ist, dass es sich um ein Übergangswahlrecht handelt. Und der Vorschlag muss ein ganz klares Ablaufdatum haben. Dieses Ablaufdatum muss uns zugleich aber dazu zwingen, gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode zusammenzutreten und in einer erneuten Kommission eine tragbare, dauerhafte Lösung zu erarbeiten. Aber eine solche Kommission bedarf einer Fristsetzung und einer Verpflichtung zur Vorlage eines Vorschlags. Anders kann das nicht funktionieren. Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zur Briefwahl. Es gibt ja wohl auch erste Überlegungen der Regierung, die nächste Bundestagswahl als reine Briefwahl stattfinden zu lassen. Das muss man sich mal klar machen. Sie kommen über Jahre nicht in die Pötte, die dringende Wahlrechtsreform hier in Angriff zu nehmen, aber über eine solch tiefgreifende und in verfassungsrechtlicher Hinsicht keineswegs unproblematische Reform führen Sie Diskussionen? Wir wissen nicht, wie die Situation im nächsten Jahr sein wird und welche Maßnahmen notwendig sein werden. Da ist es doch vollkommen abwegig, über eine reine Briefwahl zu debattieren. Da hätten Sie letzte Woche mal lieber über die Möglichkeit diskutiert, wie wir zur nächsten Bundestagswahl ein Wahlrecht anwenden können, das nicht zu einer weiteren Aufblähung des Bundestags führt. Das wollen Sie aber nicht, denn es könnte ja Ihre Sitze und damit Geld kosten. Nein, so funktioniert Demokratie nicht. Die Union muss endlich aufwachen und sich ihrer politischen Verantwortung stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Friedrich Strettmanns. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Britta Hasselmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Abgeordnete haben alle eine große Verantwortung dafür, dass unser Parlament arbeitsfähig bleibt und dafür, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für unsere parlamentarische Demokratie, für unser Parlament, für den Deutschen Bundestag so bleibt, wie es ist oder noch besser wird. Und das, was Sie gerade veranstalten, und zwar seit Monaten, meine Damen und Herren, insbesondere von der Union, aber auch von der Koalition, von Union und SPD, nämlich diese Hinhaltetaktik, zu keinem Ergebnis kommen zu wollen, obwohl jede und jeder von uns, der sich mit dem Wahlrecht befasst, weiß, dass wir eine Änderung des Wahlrechts brauchen, weil es eine strukturelle Problematik gibt beim personalisierten Verhältniswahlrecht. Und dass Sie sich einfach weigern, sich einer Lösung anzunähern,
oder selbst mal was vorzulegen dem Deutschen Bundestag, ist doch ein solches Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Ich fasse es mal wie folgt zusammen. Das, was sowohl Union als auch SPD und auch gemeinsam als Koalition, obwohl wir ja auch das Wahlrecht überparteilich regeln wollen, tun, ist nichts anderes als die kollektive Weigerung der Verantwortungsübernahme, meine Damen und Herren. Und wir haben diese Verantwortung zu tragen als überzeugte Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und meine Damen und Herren, wir alle kennen ja die Konflikte inzwischen innerhalb der Union. Es kann doch nicht wahr sein, dass 709 Abgeordnete, dass das Parlament darauf wartet, dass 46 NDBs die ganze 6,2% dieses Bundestages ausmachen, ein Vetorecht gegen das Wahlrecht haben. Was veranstalten Sie denn eigentlich innerhalb der Union? Sie können sich doch von 46 Abgeordneten hier nicht vorführen lassen, indem wir alle jetzt die Verantwortung dafür übernehmen und nachgesagt bekommen, wir wären nicht handlungsfähig. Meine Damen und Herren, wir alle sind handlungsfähig. Es gibt Modelle, es gibt Lösungen für das personalisierte Verhältniswahlrecht. Wir haben gemeinsam als Grüne mit der FDP und den Linken einen Vorschlag gemacht. Eine Wahlkreisreduzierung, der Verzicht auf das Sitzkontingentverfahren und die moderate Erhöhung der Gesamtzahl auf 630. Dann könnten wir das personalisierte Verhältniswahlrecht proportional gerecht für alle Parteien im Deutschen Bundestag umsetzen. Das ist ein fairer Vorschlag. Es gibt auch viele andere Vorschläge. Das sogenannte Kappungsmodell. Jeder kann nur mit so viel direkt gewählten Abgeordneten einziehen, wie das Zweitstimmenergebnis es möglich lässt. Was soll daran undemokratisch sein, meine Damen und Herren? Wir besitzen hier in Deutschland das Verhältniswahlrecht. Und das wäre die Umsetzung des Verhältniswahlrechts. Also ginge auch der Vorschlag der SPD. Es ginge auch ein Vorschlag von vielen anderen Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtlern, die sagen, kappt doch einfach das Direktmandat sozusagen an der Stelle, wo das Zweitstimmenergebnis gefährdet wird. Also es können nur so viele einziehen und dann zieht eben sonst der zweitdirekt gewählte Abgeordnete. Auch das ist möglich. Ja, lachen Sie ruhig. Den meisten von Ihnen ist das Direktmandat doch gar nicht so viel wert, wie Sie immer mit der Monstranz vor sich hertragen. Soll ich mal sagen, wie viele Abgeordnete in dieser Legislaturperiode ausgeschieden sind, um Besseres zu machen anscheinend und ihren Wahlkreis verweisen lassen? Also kommen Sie nicht wieder mit der Geschichte vom besseren oder schlechteren Abgeordneten, meine Damen und Herren. Es gibt nur ein einziger Vorschlag, der dem Parlament vorliegt. Das ist der Vorschlag von FDP, Grünen und Linken. Fakt ist, sie haben keine Kraft gehabt, bisher was vorzulegen. Sie lassen sich von 46 Abgeordneten der CSU auf der Nase rumtanzen und diktieren ihnen sozusagen, dass einfach nichts passiert. Ich finde, das ist ein Trauerspiel, für das Sie und Sie die Verantwortung tragen. Und meine Damen und Herren, vielleicht Sie, die ein oder andere aus der SPD und der CDU/CSU, was es für ein Fehler war, dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen und den Linken, nämlich dass wir einen Gruppenantrag als Frauen machen, um die Parität wenigstens in einer Kommission auf den Weg zu bringen, dass sie diesem Antrag nicht zur Mehrheit verholfen haben, das war ein Fehler, weil jetzt redet nur noch jeder über die Parität, aber es tut sich leider gar nichts, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Britta Hasselmann. Nächster Redner in der Debatte, Michael Frieser für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie hörten gerade aus der Abteilung Brainwashing. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sündenbock, oder soll ich lieber Greenwashing sagen, bietet sich vielleicht mehr an. Also die CSU bietet sich selbstverständlich auch für diese Funktion an. Aber bei der Wahrheit sollten wir dann am Ende des Tages doch mal bleiben. Was hat denn die Opposition vorgeschlagen?
Die Opposition hat vorgeschlagen, wir zerdeppern mal 50 Wahlkreise. Wir haben jetzt schon ein Verhältnis von 60 Mandatsträgern Liste zu 40 Mandatsträgern Wahlkreisen. Also muss das Problem denknotwendig bei den Wahlkreisen liegen, ist nicht ganz vernünftig. Herr Buschmann, an Ihre Adresse, Sie hätten heute die Chance gehabt, sich mal mit Ihrem eigenen Entwurf auseinanderzusetzen. Denn dann wird schon klar, das eine sind mal Wahlkreise, schwierige Definition und nicht ganz logisch. Das zweite ist das einfach mal so Wegstreichen des ersten Zuteilungsschrittes. Ja, darf ich mal daran erinnern, dass dieses geltende Wahlrecht mit allen Stimmen der hier in der Mitte sitzenden Fraktionen getroffen wurde, auch mit den Ihren. Jetzt zu sagen, tatsächlich haltet den Dieb, halte ich für eine schwierige Argumentation. Und dann zu sagen, wir streichen mal diesen ersten Zuteilungsschritt zur Information, es geht um die Verteilung auf die Länder. Was sind für Regionen wirklich vertreten? Wie kommen wir zu Mindestsitzen? Da hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Stichwort negatives Stimmengewicht gesagt, da müsste was ändern. Jetzt kommen Sie, streichen ihn einfach weg. Das nenne ich einen verfassungswidrigen Vorschlag. Und diesem Vorschlag kann man nicht zustimmen, weil er maximal, und jetzt bin ich genau an der Stelle, maximal natürlich gegen die Interessen, ja, auch der Union gerichtet ist. Und von Bewegung, von Kompromissbereitschaft habe ich in den letzten Monaten aber auch nicht ein Jota erfahren aus diesem Oppositionsvorschlag. Und deshalb glaube ich, ist es schon noch einmal ganz wichtig, dass wir zu dieser Obsession, die da immer kommt und immer gern auch von Frau Hasselmann beschrien wird, zu sagen, wir würden hier den Bundestag aufteilen, von wegen es gäbe gute oder schlechte Abgeordnete. Nein, Sie führen hier zu einer unnatürlichen Auseinandersetzung. Alle Mandatsträger machen nach bestem Wissen und Gewissen tatsächlich ihre Arbeit vor Ort. Aber dass im Ergebnis nur die Wahlkreisabgeordneten dafür dann die Rechnung bezahlen sollen für einen Ausgleichsmechanismus, ist nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, hören Sie auf, tatsächlich die Wahlkreisabgeordneten zu verdammen und dafür verantwortlich zu machen. Und ich will schon noch einmal eins sagen. Ich glaube, dass diese Frage der Nichtzuteilung von Mandaten, Sie müssen sich das vorstellen, was da gerade im Raum steht. Man macht einen Wahlkampf, miteinander, gegeneinander, wie auch immer, um die besten Themen. Am Ende des Tages gewinnt jemand diesen Wahlkreis. Und dann sagt der Bundeswahlleiter, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, aber Sie sind nicht dabei. Das machen Sie in der Demokratie nur einmal. Dann wird diesen Wahlkreis erstens keinen Bewerber mehr finden und die Menschen sagen beim nächsten Mal, da brauche ich auch gar nicht mehr hingehen. Und jetzt mal zu der Argumentation, das sei dann demokratisch. Wissen Sie, was passiert? Alle Stimmen, die in diesem Wahlkreis abgegeben werden, sind in ihrem Erfolgswert am Ende null, weil nämlich nicht nur nicht die zählen, die nicht zum Gewinner geführt haben, sondern auch die, die zum Gewinner geführt haben. Also ein schlimmeres Verbiegen dessen, was das Bundesverfassungsgericht, dessen, was unsere Verfassung sagt, wie der Erfolgswert einer Stimme zu zählen ist, wie tatsächlich der intuitive Wille eines Wählers tatsächlich sich abbilden soll. Schlimmer geht's nimmer. Da sind wir der Überzeugung, das ist tatsächlich grob verfassungswidrig. Und deshalb glauben wir am Ende des Tages, ja, wir brauchen eine Lösung, weil natürlich diese Drohung zu sagen, am Ende des Tages kann theoretisch dieser Deutsche Bundestag in einer Art und Weise unkontrolliert aufwachsen, dem muss man einen Riegel vorschieben. Dabei gilt es auch, wie übrigens der Bundestagspräsident selbst gesagt hat, die Zeithorizonte mit einzunehmen. Die Lösung für die Wahl 21, aber auch darüber hinaus für 2025 mitzudenken. Das heißt, einen echten Deckel einzuziehen, bei dem wir dann im Proporz zum Deutschen Bundestag auch wieder eine Reduktion zusammenbringen. Und da bitte ich schon darum, dass man sich nicht nur hierher hinstellt und sagt, ja, was ist denn mit der Blockadehaltung der anderen, sondern auch mal selbst überlegt, zu welchem Schritt man tatsächlich bereit ist, bei dem von sich gefundenen an und für sich und angeblich so verfassungsrechtlich einwandfreien System. Ihr System ist nicht akzeptabel, weil es absolut nur gegen die Union gerichtet ist und auch gegen die SPD und im Endeffekt verfassungswidrig. Das können und kann und darf keiner mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Frieser. So,
Nächster Redner in der lebendigen Debatte, Thomas Seitz für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, eine Aktuelle Stunde zum Thema Wahlrechtsreform tut unverändert Not, solange die Union darauf baut, dass verloren gegangene Wählerstimmen schon durch Überhangmandate ausgeglichen werden. Keine Lösung ist das von der Union ins Spiel gebrachte Grabenwahlrecht, das der Union 2017 auch mit einem knappen Drittel der Stimmen eine stabile absolute Mehrheit der Sitze gebracht hätte. Mit Ausnahme der Kollegen von der Union verstehen das auch wohl alle. Für eine sinnvolle Lösung muss man langfristig die Anzahl der Wahlkreise reduzieren, was angesichts von 2 Wahlkreisen für Bremen und 4 für das Saarland eine mehr als nur anspruchsvolle Aufgabe ist. Kurzfristig kann eine Reform damit zielführend nur bei der Vergabe der Direktmandate ansetzen. Das beste Beispiel dafür ist der Wahlkreis Berlin-Mitte. Mit 23,5% der Erststimmen bei einer Wahlbeteiligung von 73,4% ist die dort gewählte Kollegin Frau Dr. Högel kein Sieger, sondern nur der beste Verlierer. Mit 17% der Wahlberechtigten fehlt es einfach an einer überzeugenden Legitimation für ein Mandat. Und es braucht deshalb für mich zwingend ein Mindestquorum für die Vergabe von Direktmandaten. Ganz egal, ob 30, 35 oder 40%, 50% würde die Direktmandate nahezu abschaffen. Das wollen wir natürlich nicht. Nach den profunden Ausführungen des Kollegen zu den Vorschlägen der AfD und dem Gesetzentwurf der anderen Oppositionsparteien kann ich noch auf 2 weitere wichtige Aspekte eingehen, und zwar das Verhältnis der Briefwahl zur Urnenwahl und damit verbunden die Feststellung des Wahlergebnisses. Das jüngst mehrfach kolportierte Vorhaben der Union, die Bundestagswahl im Ausnahmefall als reine Briefwahl, also als Zwangsbriefwahl durchzuführen, mag sich harmlos anhören, ist aber in Wahrheit ein Meilenstein zur weiteren Aushöhlung der Demokratie und wird von der Fraktion der AfD grundsätzlich abgelehnt. Das Bundesverfassungsgericht hat in früheren Entscheidungen die Briefwahl trotz der damit verbundenen Sicherheitsmängel gegenüber der Urnenwahl und der nicht garantierten Geheimniswahrung des Wahlvorganges nur deshalb gebilligt, weil der Anteil der Briefwahlstimmen verhältnismäßig gering war. Bereits mit der aktuellen Rechtslage, die eine Gleichstellung der Urnenwahl mit der Briefwahl statuiert, ist es deshalb mehr als bedenklich, wenn mit einer Größenordnung von fast 30% Briefwählern bei der Bundestagswahl 2017 das Verhältnis von Regel- und Ausnahmefall nahezu aufgelöst ist und das Leitbild der Urnenwahl immer mehr zur Fiktion wird. Für eine reine Briefwahl ist deshalb von Verfassungswegen kein Raum, und die entsprechenden Überlegungen stellen ein gefährliches Spiel mit dem Feuer dar. Zur Problematik der Briefwahl im Allgemeinen muss ich nur auf die kritische Haltung des Bundeswahlleiters verweisen, wie sie im Abschlussbericht der OSZE zur letzten Bundestagswahl oder in einem Artikel der Welt vom 21.05.2019 zum Ausdruck kommt. Auch in Zeiten einer Pandemie muss es deshalb das Angebot der Urnenwahl geben. Das Beispiel Polen hat es gerade aktuell gezeigt. Jeder Wähler, der gesundheitliche Risiken befürchtet, kann auch jetzt schon per Brief wählen. Und es wird auch genügend Freiwillige für die Besetzung der Wahlvorstände geben, falls jemand dort ein Problem sieht. Zur Not hilft die AfD gerne aus. Streitigkeiten um Wahldurchführung, Auszählung und Ergebnis sind normal, wie die vielen Wahleinsprüche, die wir im Ausschuss bearbeitet haben, zeigen. Über konkrete Einzelvorgänge hinaus gibt es in der Bevölkerung aber auch ein tiefsitzendes Misstrauen dahin, ob das offizielle Wahlergebnis denn wirklich dem Wählerwillen entspricht. Viele Bürger gehen deshalb auch gar nicht mehr zur Wahl. Dort gilt es anzusetzen. Die Briefwahl darf nicht ausgeweitet werden, sondern muss eingeschränkt werden. Bestehende Sicherheitslücken müssen geschlossen werden, anstatt erweitert. Wir kennen alle die Berichte von Briefwahlurnen, die über Wochen unbeaufsichtigt im Flur des Rathauses standen und anschließend mehr Wahlbriefe enthalten als vorgesehen oder aber bei der Auszählung vergessen wurden. Der mobile Wahlvorstand muss in Pflegeeinrichtungen der Normalfall sein. Dann ist auch Schluss mit der Manipulation dementer Mitmenschen. Im Wahllokal muss es zwingend eine umfassende Identitätsprüfung geben, damit nicht länger mit gestohlenen Wahlbenachrichtigungen gewählt wird. Und wer Bleistifte in der Wahlkabine verteidigt, darf sich nicht wundern, wenn der Bürger dem Wahlergebnis nicht mehr traut. Die Unsitte von mit Schlössern gesicherten Urnen muss ebenso beendet werden und stattdessen wieder ein fälschungssicheres Siegel verwendet sein. Und um auf die Briefwahl zurückzukommen,
Es muss Schluss damit sein, dass so manche Gemeinde den Ort der Auszählung zum Staatsgeheimnis erklärt. Vor allem aber gerade wegen der überragenden Bedeutung von Wahlen in einer repräsentativen Demokratie ist es notwendig, dass die fehleranzählige Auszählung überprüft werden kann. Bei knappen Mehrheiten oder statistischen Auffälligkeiten muss es immer eine Nachzählung von Amts wegen geben. Und darüber hinaus muss es Parteien und Kandidaten möglich sein, beliebige Auszählungsergebnisse zu kontrollieren. Eine Kostentragungspflicht als notwendiges Korrektiv regelt das Problem einer übermäßigen Inanspruchnahme ganz zwanglos. Und wer nichts zu verbergen hat, hat damit auch nichts zu befürchten. Liebe Kollegen von den GroKo-Parteien, geben Sie sich einen Ruck und wagen Sie endlich mehr Demokratie und bauen Sie Ihre Pfründe ab. Nicht alle werden einen Präsidentenposten wie Frau Nahles bekommen, aber der Bürger wünscht das vielleicht auch gar nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Leni Breimeyer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch, dass wir heute noch mal über was anderes reden als Corona, wenngleich der Herr Seitz es trotzdem schafft, sofort wieder Verschwörungstheorien im Saal unterzubringen, egal zu welchem Tagesordnungspunkt, egal zu welchem Thema. Ich glaube, wir sind weitgehend einig hier im Saal, dass niemand ab 2021 einen Bundestag haben will, der mehr als 800 Abgeordnete hat. Und ich glaube, dass dem Ziel tatsächlich auch das Brückenmodell der SPD dann doch gerecht wird, weil es ist gesagt worden, wir fangen im Juni an mit den ersten Wahlkreiskonferenzen und dann scheidet im Grunde genommen alles andere ja auch aus. Wenn nominiert ist, dann geht es halt nimmer, dass man dann so grundsätzlich das Wahlrecht ändert. Wir wollen, ich glaube, unser Modell, das Brückenmodell, ist ein realistisches, deshalb stelle ich es noch mal ganz kurz vor. Wir sagen, die Regelgröße des Bundestags bleibt bei 598 Abgeordneten, die Anzahl der Wahlkreise bleibt bei 299 Abgeordneten und zur Wahl werden nur Parteien zugelassen, deren Landeslisten paritätisch abwechselnd mit einer Frau und einem Mann oder vielleicht auch mal umgekehrt besetzt sind. Als maximale Obergrenze wird die Zahl von 690 Abgeordneten im Gesetz festgeschrieben und bis zur Erreichung der Obergrenze werden alle Überhang- und Ausgleichsmandate entsprechend ihres Zweitstimmenergebnisses zugeteilt. Dabei entfällt der 2013 eingeführte erste Verrechnungsschritt. Das soll alles befristet sein, Herr Frieser. Wir wissen, dass das nicht die optimale Lösung ist, aber ich glaube, das halten wir aus bis zum Jahr 2025. Falls es denn zum Zug kommt. Alle über die Obergrenze hinausgehenden Überhangmandate werden nicht mehr zugeteilt. Der Zweitstimmenproporz bleibt aber erhalten. So, und die Übergangsregelung soll so lange gelten, bis eine Reformkommission, die wir 2021 oder gern auch früher einsetzen, zu Ergebnissen gekommen ist. Wir stellen uns da vor, dass die Kommission aus Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Abgeordneten und so weiter zusammengesetzt ist und einfach ein gescheites Ergebnis dann für die Wahl 2025 vorlegt. Jetzt läuft uns die Zeit davon. So, und liebe Union, Sie können sich ein Denkmal setzen, wenn Sie sich jetzt zum Thema Wahlrecht einfach mal bewegen, Ihren Schmollwinkel verlassen und mutig erstens für 2021 was auf den Tisch legen, das nicht nur Ihnen alleine nützt, und zweitens für 2021 das Thema Parität anpacken. Zum Beispiel mit Listen im Reißverschlussprinzip. Und ohne Regeln geht das Thema halt nicht. Der Frauenanteil im Bundestag ist rückläufig, so niedrig wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Im Landtag von Baden-Württemberg gab mal 25% Abgeordnete sind da Frauen. Sowas machen Einstimmenwahlrechte. Das ist auch nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Und wir warten jetzt seit Jahr und Tag bei all den Parteien, die sich für ihre Programme tolle Namen ausdenken. Quorum statt Quote, freiwillige Selbstverpflichtungen. Wir haben in Baden-Württemberg, der Herr Strobel hat sich ausgedacht, das Thema Frauen im Fokus. Alles ist gescheitert, weil eben alles nicht verbindlich ist. Und deshalb glaube ich, ein erster Schritt wäre jetzt der Reißverschluss. Und
Roman Herzog, der ist ja viel gelobt worden für seine Rede, ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Ich wandle das jetzt mal ab auf unsere Debatte heute zum Wahlrecht und sage, ein Ruck muss durch Deutschland gehen, damit in 100 Jahren die Menschen hoffentlich mal sagen können, die haben das damals mit der Pandemie gut in den Griff bekommen, danach Deutschland und Europa sozial und ökologisch reformiert und ein Wahlrecht auf den Weg gebracht, das die Bevölkerung annähernd abbildet. Geben Sie sich also einen Ruck, liebe Union, machen Sie das Brückenmodell und das mit dem Ruck gleich dazu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Leni Breimeyer. Nächster Redner. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der aktuellen Corona-Krise sind die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens besonders unter Druck. Das gilt für die Marktwirtschaft, das gilt für den Rechtsstaat und es gilt auch für die Demokratie. Und wir haben als der gesamte Deutsche Bundestag die Pflicht, das Vertrauen in unsere Institutionen auch in dieser Corona-Krise zu stärken. Und deswegen muss gerade jetzt eine Reform des Wahlrechts auf den Weg gebracht werden, damit das Ansehen für die demokratischen Institutionen nach der Corona-Krise keinen Schaden genommen hat. Und dass wir das bisher nicht hinbekommen haben, das ist die Schuld der Großen Koalition. Es ist aber nicht die Schuld der gesamten Großen Koalition. Der Bösewicht ist die Union. Und innerhalb der Union ist es nicht die Schuld der gesamten Union. Der Bösewicht ist die CSU. Und das muss man auch so ganz klar sagen. Und deswegen hätten wir uns darüber gefreut, wenn hier auch ein konkreter Vorschlag gemacht worden wäre, statt nur zu sagen, was nicht geht. Denn dass bestimmte konkrete Vorschläge möglich sind, das stellt doch die Große Koalition selber gerade unter Beweis. In der letzten Woche war in der Zeitung zu lesen, dass geplant ist, mit Blick auf die Corona-Krise eine Briefwahl einzuführen. Dass geplant ist, bei den Aufstellungsversammlungen auf das Thema Digitalisierung, auf das Thema veränderte Delegiertensysteme zu setzen. Sie haben letzte Woche einen Vorschlag hier eingebracht zum Thema Wahlkreiszuschnitt. Sie friemeln am Wahlrecht rum und gehen den Elefanten im Raum nicht an. Und das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Denn die Zeit drängt. Man muss sich nur anschauen, wie das auch im europäischen Vergleich aussieht. Die Venedig-Kommission des Europarats sagt ganz eindeutig, ein Jahr vor der Wahl muss die Reform des Wahlrechts abgeschlossen sein. Dass sowas in die Hose gehen kann, haben wir doch gerade in Polen gesehen. Wir müssen ein Zeichen dafür setzen, dass wir dazu in der Lage sind, auch mehr als ein Jahr vor der Wahl das Wahlrecht zu reformieren. Und wir haben als Fraktion der Freien Demokraten gemeinsam mit den Grünen und den Linken einen Vorschlag eingebracht, der hier schon vorgestellt worden ist. Und jetzt haben Sie sich darüber beklagt, dass ja kein Kompromiss bestünde, dass auf der Grundlage dieses Vorschlags kein Kompromiss bestünde. Ja, wie denn, wenn von Ihnen kein Vorschlag kommt? Dieser Vorschlag der Freien Demokraten, der Grünen und der Linken ist hier in den Deutschen Bundestag eingeführt worden im November 2019. Über ein halbes Jahr haben wir darauf gewartet, dass von Ihnen etwas kommt. Über ein halbes Jahr haben Sie gesagt, die Anhörung im Innenausschuss kann nicht stattfinden. Wartet bitte, liebe FDP, liebe Grüne, liebe Linke, damit wir eine gemeinsame Anhörung zum Wahlrecht machen können. Und es ist nichts gekommen. Die Anhörung ist jetzt am Montag der nächsten Sitzungswoche. Es geht darum, ausschließlich um den Vorschlag der FDP, der Grünen und der Linken. Ich freue mich darauf, dass die Sachverständigen sich mit unserem Vorschlag beschäftigen werden. Die werden bestimmt sagen, ein super Vorschlag. Aber dass wir nicht die Möglichkeit haben zu entscheiden, ist dieser Vorschlag besser oder ist jener Vorschlag besser, das ist Ihre Schuld. Das geht auf Ihr Konto und wir hätten das gerne mit eingebunden in diese Anhörung am nächsten Montag im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und meine Damen und Herren, sowohl der Kollege Grötsch als auch Frau Hasselmann haben hier ein Modell vorgeschlagen, das Bezug nimmt auf die Stärke, mit der ein bestimmter Bewerber einen Wahlkreis gewinnt. Und der Kollege Frieser hat das dann hier ins Lächerliche gezogen und es ist auch gelacht worden über Frau Hasselmann da hinten in der Union. Und das ist auch total in Ordnung, dass hier diese Argumente ausgetauscht werden und dass das hier hart in der Sache geführt wird. Aber das Problem liegt doch tiefer. Das Problem liegt doch darin, dass Sie sich mittlerweile in der Unionsfraktion selber eingeredet haben und das auch immer wieder hier darstellen, wir hätten gar kein personalisiertes Verhältniswahlrecht, sondern ein Mehrheitswahlrecht mit Verhältniskomponente. Und dass darüber gelacht worden ist, das zeigt, dass mittlerweile in Ihrer eigenen Fraktion das geglaubt wird. Und das ist wirklich traurig, weil auf dieser Grundlage kein Kompromiss möglich ist.
kein Kompromiss möglich ist. Wir haben weder ein Grabenwahlrecht, noch haben wir ein Prä der Erststimme. Wir haben ein Prä der Zweitstimme. Und 50% der so ermittelten Mandate werden dann über Wahlkreise aufgefüllt. Das ist die Tatsache unseres Wahlrechts und nicht andersrum. Und dass Sie so tun, als wäre es anders, ist unglaublich schwierig für uns, weil man dann nicht auf Augenhöhe miteinander verhandeln kann. Großes Problem. Und lieber Kollege Heveling, Sie haben einen wichtigen Satz hier gesagt oder unterstellt, und das ist, dass es verschiedene Hebel gibt, die möglicherweise gezogen werden können. Und manche dieser Hebel, das ist richtig, sind bisher auch nicht im Gesetzentwurf von Grünen, Linken und FDP enthalten, und wir sind bereit, über diese Hebel zu sprechen. Ich will aber sagen, dass Sie hier besonders Bezug genommen haben auf die Zahl der unausgeglichenen Überhangmandate. Das sind diese 15, die das Bundesverfassungsgericht zulässt. Das zeigt doch eines. Es zeigt doch in Wahrheit Folgendes. Wenn man ein bundesweites Parlament aus Länderergebnissen zusammensetzen will und dann die Hälfte über Wahlkreise bestimmen will, dann kommt es immer zu Verzerrungen. Bestimmten Fraktionen im Deutschen Bundestag kommt es darauf an, diese Verzerrungen möglichst klein zu halten. Und Ihnen kommt es gerade darauf an, diese Verzerrungen möglichst groß zu halten, möglichst zu Ihren Gunsten und möglichst so kompliziert, dass der Bürger es nicht mitkriegt. Und das kann nicht das Ergebnis dieser Wahlrechtsreform sein. Vielen Dank, Konstantin Kuhle. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Matthias Mittelberg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist völlig richtig, die Menschen haben Anspruch darauf, dass wir ein handlungsfähiges Parlament haben, aber ich füge auch dazu, auch ein Parlament, das bürgernah ist. Und deswegen spielt für uns die Direktwahl in Direktwahlkreisen und in diesen Wahlkreisen direkt verantwortliche Abgeordnete. Das spielt für uns als Union eine sehr große Rolle. Und diese Repräsentanz und diese Verortung der Abgeordneten wird eben gerade durch die Direktwahl vor Ort, auch durch das System von zwei Stimmen, eben einer Kandidatenstimme, einer Erststimme, ausgedrückt. Deswegen, und da sage ich Ihnen auch an Ihre Adresse, Herr Kollege Kuhle, das würde ich etwas anders sehen, spielt diese Personalisierung des Verhältniswahlrechts schon eine andere Rolle. Es geht nicht allein um eine Verzierung, und das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner Rechtsprechung ausdrücklich anerkannt, dass diese Personalisierung des Verhältniswahlrechts auch dazu führen kann, dass es Überhangmandate gibt und dass es auch Überhangmandate gibt, die nicht ausgeglichen werden. Das nur mal als Bemerkung vorweg. Also Personalisierung ist kein Verzierungsfaktor eines Verhältniswahlrechts, sondern es ist schon ein Faktor, der sich am Ende auch im Ergebnis ausdrücken darf. So, ich sage auch noch mal gerade in Richtung FDP, weil das von Ihnen in besonderer Weise strapaziert wurde und weil es ja Teil Ihres Vorschlags ist, die Zahl der Mandate hier um 50 abzusenken. Das ist ein ziemlich gewaltiger Eingriff, weil es natürlich die Verbindung zwischen diesem Parlament, zwischen den Abgeordneten und den Bürgern durchaus schmälert, wenn wir die Zahl der Wahlkreise verringern, diese Wahlkreise ausdehnen. Ich zitiere mal den Kollegen Ruppert, der, glaube ich, vor zwei Wochen aus Ihrer Truppe ausgeschieden ist und der hier vor 9 Jahren an diesem Pult erklärt hat, der Vorschlag, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren, ist vielleicht gut gemeint, wäre aber eine Verschlimmbesserung. Denn die Direktwahlkreise in unserem Land sind ein ganz entscheidendes Bindeglied zwischen Bürger und Bundestag. Die Direktwahlkreise sind das Fundament für die Akzeptanz und Bürgernähe unserer Politik. Eine Verringerung der Zahl der Direktwahlkreise würde zu weniger Bürgernähe führen. Ja, da müssen Sie sich dann aber mit Ihrem Kollegen drüber auseinandersetzen. So. Und der Kollege Heveling hat ja hier eben die vernünftigen Ideen aus unserer Fraktion vorgetragen. Ich finde, man kann darüber sprechen. Und ich sage auch ganz offen, da ist auch ein gewisser Diskussionsbedarf, auch durchaus in unserer Fraktion. Aber ich persönlich bin der Meinung, man kann durchaus über eine moderate Reduzierung der Wahlkreise sprechen, aber eben über eine moderate. Und wir können auch durchaus über das Zuteilungsverfahren sprechen. Aber auch das Zuteilungsverfahren hat natürlich die Bedeutung, dass es zu einem gewissen regionalen Ausgleich kommen muss.
Also auch da kann man was machen, aber in moderater Weise. Ich finde aber auch, wir können Rücksicht nehmen auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Verfassungsgericht hat eben gesagt, bis zu 15 Überhangmandate sind okay. Diesen Punkt vermisse ich in Ihrem Vorschlag leider völlig. So, und jetzt sage ich Ihnen zum Schluss was zu dem Thema Obergrenze. Das ist ja von verschiedenen Beteiligten hier ausgeführt worden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Breimer, Sie haben das ja auch erklärt, beispielsweise dieses Thema Obergrenze. Und wir kappen dann, am Ende geht es nur, dass alle Mandate, die dann über die Obergrenze sind, gekappt werden. Damit, sage ich ganz ehrlich, würde ich mich ganz besonders schwer tun. Und zwar nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen. Ich hielt es nicht nur für verfassungsrechtlich ausgesprochen problematisch. Ich glaube aber auch, es wäre ein gewaltiger Schaden für unsere Demokratie. Personalisiertes Verhältniswahlrecht wäre dann eigentlich ziemlich ad acta gelegt. Aber vor allen Dingen wäre es auch ein gewaltiger Schaden für unsere Demokratie, weil dann natürlich, ich sage mal, der ganze Wahlkampf vor Ort, zwischen Bewerbern vor Ort, das, was wirklich vor Ort stattfindet, auch die Identifikation von Wählern, die dann noch eine Erststimme abgeben dürfen, dann müssten wir gleich darüber reden, dass wir eigentlich die Erststimme wegnehmen, weil das macht dann keinen Sinn mehr. Aber wenn wir den Wettbewerb vor Ort haben und dann schneidet einer als der Beste ab aus diesem Wettbewerb, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, nach ganz normalem Menschenverstand erwarten dann die Leute vor Ort in ihrem Wahlkreis, dass der, der da als Bester abgeschnitten hat, für Sie auch nach Berlin zieht und Sie hier in diesem Parlament vertritt. Und wenn Sie ein solches Modell einführen würden, Obergrenze mit Kappung dieser Mandate, dann sage ich Ihnen wirklich, wäre das der Maximalschaden für unsere Demokratie. Also lassen Sie uns über die vernünftigen Vorschläge reden, die der Kollege Heveling hier gemacht hat, und dann haben wir eine gute Gesprächsgrundlage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Mittelberg. Danke schön. Nächster Redner, Carsten Schneider für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum fast Abschluss der Debatte. Das ist ja nicht die erste und wahrscheinlich auch die letzte, die wir zum Wahlrecht hier im Bundestag führen. Wir werden eine führen müssen, wo wir dann auch entscheiden. Und das auch in dieser Legislatur und das auch für die nächste Legislatur gültig. Denn was nicht akzeptabel ist, ist, dass ein Bundestag bei der nächsten Bundestagswahl mit einer Größe von über 800 Abgeordneten herauskommt. Das ist für die Demokratie schädlich, für die Akzeptanz der Demokratie. Wir sehen schon, angesichts der jetzigen Anzahl von 709 Abgeordneten bei einer Regelgröße von 598, wie schwer es ist, in Zeiten der Einschränkungen, die wir derzeit haben, unseren Betriebsablauf so zu organisieren, dass er funktioniert, was er in den letzten Wochen getan hat, plus aber auch, wenn ich an die heutige morgige Situation denke, auch den gesundheitlichen Vorschriften gerecht wird. Von daher, wir haben als Sozialdemokraten, und ich gebe den Vorwürfen der Opposition, dass wir sehr lange gebraucht haben etc. und dass Sie das vorgelegt haben, gebe ich Ihnen recht, da haben Sie einen Punkt. Wir sind in einer Koalition, wir haben lange versucht, innerhalb der Koalition zu einer Einigung zu kommen. Sie haben in Aktuellen Stunden oft verlangt, wir sollen uns auch positionieren. Wir haben, nachdem es uns nicht gelungen ist, zu einer gemeinsamen Position zu kommen, uns positioniert. Das liegt nicht als Gesetzentwurf jetzt für Sie hier im Bundestag vor, das stimmt, weil wir per Koalitionsvertrag festgelegt haben, wir bringen hier keine eigenen Initiativen ein, nur gemeinsam, aber wir haben Ihnen unseren Vorschlag übersandt. Und im Kern, glaube ich, ist der soweit wegen des Zeitablaufs, der Kollege Stretmanns hat darauf ja selbst hingewiesen, ist er wahrscheinlich der Einzige, der in der jetzigen Situation ein Jahr vor oder anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl noch in der Lage ist, eine wirkliche Begrenzung der Größe des Bundestages bei der nächsten Bundestagswahl zu erreichen. Herr Mittelberg, wenn Sie eben gesagt haben, dass das für Sie ausgeschlossen ist, dann sagen Sie nichts anderes, als dass es in dieser Legislaturperiode seitens der Union keine Einigung und Verständigung mehr auf ein anderes Wahlrecht geben wird. Doch, Herr Amthor. Denn allein, wenn Sie den Vorschlag, also es gibt keine Einigung, ich habe ja das Spiegel-Interview von Herrn Brinkhaus gelesen, und das ist ja auch nichts
was mal jetzt kein Geheimnis, dass zwischen CDU und CSU dann ein Unterschied besteht. Ich hoffe, Sie einigen sich noch, aber es besteht ein Unterschied. Und der Vorschlag, den Herr Mittelberg ausgeführt hat, eine teilweise Reduzierung der Wahlkreise aus, ich weiß nicht, 270 vielleicht, oder Herr Heveling hat das ja auch vorgeschlagen, ist allein auf Grundlage der Zeit, wir sind schon fast bei der Aufstellung der nächsten Kandidaten für die nächste Bundestagswahl, und da muss der Wahlkreiszuschnitt feststehen, gar nicht mehr möglich. Ist gar nicht mehr möglich. Dazu kommt, ja, das ist die Realität, Herr Mittelberg. Und deswegen müssen Sie und auch wir hier als Kollegen im Bundestag das jetzt einmal als Fakt hinnehmen. Ich halte die Vorschläge der Opposition auch nicht für den Weisheit letzten Schluss, weil auch die Vorschläge mit der Reduzierung auf 250 Abgeordnete, das ist ein sehr harter Eingriff in die Größe der Wahlkreise. Und das ist nicht nur eine Frage, wer ist da direkt gewählt. Also ich bin dreimal direkt gewählt worden und dreimal nicht direkt gewählt worden, sondern über Liste, aber trotzdem kümmere ich mich immer um meinen Wahlkreis. Und mein Wahlkreis war mal früher nur die Stadt Erfurt, jetzt ist die Stadt Erfurt, die Stadt Weimar und das Weimarer Land noch dazu. Das ist um ein Drittel größer geworden. Das ist schon, also man kann nicht mehr so präsent überall sein, wie das vorher der Fall war. Und aus diesem Grund ist die Reduzierung um 50 schon gewaltig. Das ist schon ein richtiges Wort. Und das führt schon dazu, dass die Präsenz aller Abgeordneten, die sich einem Wahlkreis, ob sie da direkt gewählt worden sind oder nicht, aber verpflichtet fühlen, weil sie da nominiert waren und auch zur Wahl gestanden haben, wird schwieriger. Und das halte ich für so ein großes Problem, dass wir als SPD gesagt haben, wir wollen für die nächste Bundestagswahl keine Reduzierung der Wahlkreise, sondern die 299 Wahlkreise festhalten. Sehr richtig. Wenn man also eine festgesetzte Größe des Bundestages möchte, 598, und dann eine maximale Größe, wir sagen 690, dann führt ohne eine Kappung ist es schlichtweg nicht möglich. Auch das Modell der Opposition funktioniert nur, dass ja nicht viel größer wird, der Bundestag, auch mathematisch, wenn Sie die Wahlkreise realistisch dann auf 200 reduzieren würden. Und 200 wäre, also wären 100 Wahlkreise weniger, eine Vergrößerung der gesamten, jedes einzelnen Wahlkreises in etwa um ein Drittel. Ich würde das jedenfalls dem Bundestag nicht empfehlen. Aus diesem Grund schlagen wir vor, und das liegt auf dem Tisch, dazu finden ja auch die Gespräche auf Fraktionsvorsitzenden-Ebene statt, für die nächste Wahl, Bundestagswahl 21, die Kappung. Ja, das ist ein Einschnitt. Ja, das ist etwas Neues. Das ist etwas, was auch eine Härte mit sich bringt, sowohl für die direkt gewählten Abgeordneten als auch für die Ausgleichsmandate, die es dann auch nicht mehr gibt. Auch das gehört der Fairness-Halthaber dazu. Und eine Einsetzung, eine Kommission, so wie Herr Stretmanns das vorgeschlagen hat, so schlagen wir das auch vor, für die nächste Bundestagswahl mit dem Ablaufdatum, einem Enddatum, wann das Ergebnis vorliegen muss, auch in etwa, wie es aussehen muss, welche Kriterien zu erfüllen sind, und einem Ablaufdatum für unser Brückenmodell, weil das soll nicht immer der Standard sein, sondern nur eine Brücke für die nächste Wahl. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten Schneider. Und der letzte Redner. So. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde, Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines muss man ja wirklich zugestehen. Die Opposition ist wirklich beharrlich und auch durchaus erfolgreich darin, den Eindruck zu perpetuieren, als würden CDU und CSU per se gegen eine Verkleinerung des Bundestages sein, als würden wir keine Reform wollen, als würden wir es über Corona verschleppen wollen und als sei die CSU an allem schuld. Ich kann Ihnen sagen, Sie wissen, das ist falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist so, und das ist auch kein Geheimnis. Wir lehnen den Oppositionsvorschlag ab, nicht weil wir sagen, wir wollen keine Verkleinerung des Bundestages, sondern weil wir ihn nicht überzeugend finden. Es geht einseitig zu Lasten der Union und löst das Problem nicht, und deswegen ist Ihr Vorschlag nicht überzeugend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig wollen wir aber und auch in dieser Legislaturperiode natürlich eine Reduktion der Zahl der Mitglieder des Bundestages für die nächste Wahl erreichen. Und dabei wissen wir, dass ein guter Kompromiss sich dadurch auszeichnet, dass Schmerzen gleichmäßig verteilt sind. Und das beinhaltet auch, dass es auch
Einschnitte zu unseren Lasten gibt. Das ist doch völlig klar, und so muss eine Kompromissregelung auch aussehen. Aber ich sage Ihnen, wenn wir schon über Schmerzen reden, dann finde ich persönlich es schon sehr, sehr schmerzhaft, dass wir jetzt nur noch über das praktisch Machbare und nicht mehr über die theoretisch beste Lösung reden. Denn wenn man sagen würde, es geht darum, dass die Zahl des Bundestages planbar begrenzt würde, und wenn das Ihr Kernanliegen wäre, dann würden wir über ein echtes Zwei-Stimmen-Wahlrecht, über den Vorschlag des Grabenwahlrechts reden. Aber wir wissen, der hat im Moment keine politische Mehrheit. Deswegen müssen wir danach suchen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Und ich glaube, das gemeinsame Ziel, das hat auch die SPD vorgeschlagen, ist doch eine Höchstgrenze, eine zahlenmäßige Begrenzung des Bundestages. Und ich sage Ihnen, das kann man mit einer Regelung auch machen. Das kann man aber nur dann sinnvoll mit einer Regelung machen, wenn das nicht einseitig zulasten der Direktmandate und der direkt gewählten Abgeordneten geht. Eine Höchstgrenze, die beinhaltet, dass derjenige, der einen Wahlkreis direkt gewonnen hat, auch in den Deutschen Bundestag einzieht. Das ist ein richtiges Modell, denn wir müssen sehen, ich habe das an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, wir haben 299 direkt gewählte Abgeordnete und wir haben über 400 gewählte Listenabgeordnete. Wo das Problem liegt, ist doch offensichtlich. Wir wollen, dass diejenigen, die in einem Wahlkreis eine Mehrheit erzielen, auch im Deutschen Bundestag sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das Verhältniswahlrecht, den Zwischenruf, das haben wir heute mehrfach gehört. Ja, wir hätten ein Verhältniswahlrecht. Einfach rechtlich haben wir das so geregelt. Verfassungsrechtlich wären wir offen, sogar in Richtung eines Mehrheitswahlrechts zu gehen. Das heißt, diese Vorgabe zu sagen, das Verhältniswahlrecht sei unantastbar, das ist doch nicht die Grundlage. Die Grundlage muss doch sein, entscheiden Sie sich, was das Ziel ist. Wollen Sie nur beharren auf dem vollen Verhältnisausgleich oder wollen Sie ein Reduzieren des Deutschen Bundestages? Das geht, wenn man beides zusammenbringt, wenn man sagt, ein Höchstgrenzenmodell. Aber wer in den Deutschen Bundestag gewählt wird in einem Wahlkreis, der zieht auch ein. Und ich kann Ihnen sagen, die Kappung, dass die vermeintlich schlechtesten Wahlkreissieger nicht in den Deutschen Bundestag einziehen, das führt doch zu zwei völlig abstrusen Ergebnissen. Variante 1, Sie haben jemanden, der gewinnt einen Wahlkreis mit vielleicht nur 24 oder 25%. Da sagen Sie, das ist zu wenig, der soll nicht einziehen. Aber über die Landesliste zieht dann der unterlegene Kandidat ein, der vielleicht nur 10% erzielt hat. Das kann doch kein richtiges Ergebnis sein. Und hinzu kommt noch, dass bei dem Wegfall der schlechtesten Wahlkreissieger eine Situation eintritt, dass es Wahlkreise geben könnte, die ganz ohne direkt gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten sind. Und was für einen Sinn macht denn ein Wahlkreis, der gar keinen Wahlkreisabgeordneten hat? Gar keinen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen bleibt es dabei. Wir haben die Verantwortung, dass wir zeigen, dass uns das eigene Hemd nicht näher ist als der Rock des Gemeinwohls. Wir haben die Verantwortung, dass wir diesen Bundestag verkleinern, und wir müssen uns in Richtung einer planbaren Richtgröße bewegen. Aber für mich ist jedenfalls klar, das können wir nicht machen zulasten derjenigen, die einen Wahlkreis direkt gewinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden, auch wenn Sie anderes behaupten, hier konstruktiv arbeiten und das Wahlrecht ändern, auch als CDU-CSU, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Philipp Amthor. Damit ist diese Aktuelle Stunde beendet. Ja, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Plätze zügig zu tauschen.